So, hallo, Freunde, Freunde der Reise, Freunde der internationalen Zusammenarbeit und Freunde des Weltraums. Ja? Space Time mit Ulrich Luca, so nämlich. Ich habe mir Mars Horizon gekauft, habe ich sehr lange bei Steam auf der Wunschliste gehabt. Ich glaube, also war das sehr, sehr lange, also ein halbes Jahr oder so, bis es rauskam. Sehr schön. Vielleicht auch war es ein Dreivierteljahr. Neues Spiel. Ich bin mega gespannt. Ich habe nur die Demo kurz angespielt. Ich habe das überhaupt nicht geblickt. Ich weiß auch nicht, was mir gefallen hat. Oh, so komme ich zurück. Und Raumfahrtorganisation habe ich mich schon umgeschaut. Wir werden die ESA spielen. Ehren. Ehren europäische. Na, so nämlich. Weltraumorganisation. Ich habe auch NASA überlegt, aber das ist wieder so America, Junge. Du kriegst so viel, Junge. Komm hier, America, alle wollen bei dir rein. Ich will die ESA spielen. Wir kriegen plus 50% Belohnung für gemeinsame Missionen. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber ist ja kein Problem. Wissenschaftseinkommensbonus aus freundlichen alliierten diplomatischen Beziehungen. Ich schätze mal, wir sind so, ja, wir versuchen irgendwo uns überall mit so einzubringen, aber sind jetzt nicht die krassesten auf dem Gebiet der Weltraumtechnik. So verspreche ich mir das, sondern spezialisiert. Also, wir sind in speziellen Bereichen wahrscheinlich einfach die krassen. Aber mal einen Schluck drauf trinken. So, wir werden die europäische Raumfahrt Agentur spielen. Ich werde die auch nicht anpassen, glaube ich, oder? Also das kann ich nicht anpassen. Achso, das kann ich dann. Europas Weltraumbahnhof. Achso, kann ich. Ja, dann nehmen wir mal, ich weiß nicht, wie der in Deutschland. Also die starten, glaube ich, ja auch aus irgendwelchen Inseln, ne? Auf den französischen Kanareninseln oder so. Ja, französische Kanaren, ja klar, na klar. Auf irgendwelchen französischen Inseln haben die, glaube ich, aber ihre Start- und Landegeschichten. Jetzt, ich gucke einfach mal. ESA, Start- und Landebahn. War das französisch-Guyana oder so? War das eine Insel? Ich muss gucken. ESA, Start, Rampe, Start. Raumfahrtzentrum Guyana, siehste? Siehste? Hab ich, richtig gehabt. Guyana. Also wird das geschrieben, ne? Ja. Eigenschaften für die Welt, globale Innovation, Teamplayer. Freundlich, neutral, neutral, neutral. Ja, dann machen wir das so. Aussehen, nehmen wir das. Fortfahren. Wir nehmen Pionier. Das Tutorial wird eingeschaltet sein, weil ich habe keine Ahnung. Perfekt. Anfragemission. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen es einfach mal Standard, Standard, Standard. Veteran vielleicht, wenn ich nochmal neu starte, wenn ich weiß, wie das Spiel geht. So. Willkommen, Director oder Direktor. Du bist damit betraut, unsere Agentur durch dieses anbrechende Raumfahrtzeitalter, Raumfahrtzeitalter zu führen und weit darüber hinaus. Nutze unser diplomatisches Fachwissen, um die internationale Zusammenarbeit und wissenschaftliche Innovation zu fördern. Und stell unsere Agentur an die Spitze der Reise der Menschheit in den Weltraum. Nur wenn wir zusammenarbeiten, können wir Taten vollbringen, die lange Zeit für unmöglich gehalten wurden. Mit deiner Führung werden wir die Geheimnisse des Sonnensystems aufdecken und vielleicht eines Tages die Menschen zu einer multiplanetaren Spezies machen. Wonne Chance, Direktor. So, Tutorial. Moment, Sonnensystembildschirm. Ist das denn bei mir so laut oder ist die Musik auch bei euch so laut? Kann ich hier in die Option reingehen? Nein. Perfekt. Der Sonnensystembildschirm ist ein Zugang zu den verschiedenen Aspekten, die bei der Leitung deiner Agentur eine Rolle spielen. Wie zum Beispiel der Zugang zu den Bildschirmen Forschung und Basis, die Auswahl von Planeten, um verfügbare Missionen zu entdecken und die Anzeige aktueller und bevorstehender Ereignisse. Deine aktuellen Tutorial-Ziele werden hier verfolgt. Klar, erforsche kleine Starter, bebaue kleine Starter, starte eine Höhenforschungsrakete und baue eine Höhenforschungsrakete. Alles klar, das macht alles Sinn. Fortfahren. Dein erstes Ziel ist ein entscheidender erster Schritt für die neue Raumfahrtbehörde. Der Bau und Start einer experimentellen Höhenforschungsrakete, um deine Trägertechnologie zu testen und zu verbessern. Wenn du im Sonnensystembildschirm einen Planetenkörper auswählst, wird deine Liste der mit diesem Körper verbundenen Missionen angezeigt. Markiere die Erde und drücke dann Linksklick. Ja, fortfahren. Gucken wir einfach. Alter, was ist das denn? Missionsauswahl. Ach du Scheiße. Wir sind im Januar 1957 übrigens.
Der Bildschirm-Missionsauswahl zeigt alle Missionen an, die zu dem ausgewählten Planetenkörper gehören. Was habe ich denn hier? Fortfahren. Teststart. Hier kannst du Einzelheiten über derzeit ausgewählte Missionen einsehen, die zum Beispiel, wie zum Beispiel die Dauer der Mission und die angebotenen Belohnungen fortfahren. Achso. 100 hoch, 100 runter. Ja, ich sehe, aber das kann ich ja noch nicht an. Also, es gibt zwei Arten von Missionen: Meilensteine und Anfragen. Meilensteinmissionen sind wichtig, um dein Weltraumprogramm voranzubringen und werden von anderen Agenturen angefochten. Sie werden oft zusätzliche Forschung erfordern. Okay. Und Anfragemissionen werden verfügbar sein, sobald deine Agentur Meilensteinmission abgeschlossen hat und können eine wertvolle Möglichkeit sein, deine Unterstützung und Wissenschaft zu fördern. Anfragemissionen erfordern keine zusätzliche Forschung, aber jede ist nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Okay. Also das heißt quasi, da können wir hier umsonst ein bisschen Forschung und Unterstützung bei den anderen Organisationen geiern. Sehr schön. Forschungsarbeiten, die zur Freischaltung der derzeit ausgewählten Mission erforderlich sind, werden hier aufgelistet. Beachte, dass alle erforderlichen Forschungsarbeiten für den Teststart bereits abgeschlossen sind. Das ist doch schön. Fortfahren. Space Race. Alle Raumfahrtbehörden werden sich zuerst um den Abschluss von Meilensteinmissionen bemühen. Ja, das ist logisch. Dies wird zu einer verstärkten Unterstützung deiner Behörde führen. Hier kannst du die Fortschritte der fünf Behörden in Bezug auf derzeit ausgewählte Missionen verfolgen. Planung der Mission. Ich kann doch noch, ich will aber mal, ja, also die sind in Vorbereitung, ja, oder was? Ich darf hier nichts drücken, okay. Also es gibt hier auf jeden Fall ein paar Sachen, die man machen muss. Planung der Mission. Sobald du bereit bist, werden wir die Mission planen, um mit der Planung der Teststartmission zu beginnen. Fortfahren. So, jetzt will ich erstmal gucken. Aha! ESA-Mission. Nicht geplant. Noch nicht geplant. Nicht geplant, nicht geplant, nicht geplant. Was gibt's hier? Meilensteinrang. Meilensteinrang 1. Plus 25. Meilensteinränge werden an den ersten drei Agenturen vergeben, die die Meilensteinmission abschließen. Jeder Rang gewährt. Ah! Unterstützungsbonus. Okay, das ist wichtig. Wissenschaft. Zeit und jede erfolgreiche Missionsphase gewährt. Wird verwendet, um die Forschung abzuschließen. Ja? Okay, und das ist. Diese Mission wird nach jeder erfolgreichen Phase Unterstützung bringen. Unterstützung wird verwendet, um höhere Förderungsstufen zu erreichen, um dein. Hallo, hallo, hallo. Um deine. Um die Forschung abzuschließen. Nein, da. Um dein monatliches Einkommen zu erhöhen. Aha, also alles klar. Wir brauchen, kriegen 50.000. Ja? Und wenn wir hier aufsteigen, dann gibt es mehr Knete. Ah ja. Hier können wir auch noch künstlicher Satellit. Da sind wir noch nicht mal. Weltraumteleskop, Röntgenteleskop, modulare Raumstationen. Alle. Also es geht Mars und darüber hinaus. Multiplanetarische Arten. Okay, das wird interessant. Also wir sind jetzt hier noch ganz am Anfang. Anfragen, kann gucken, es sind noch keine Anfragen. Also wir müssen erst die Meilensteine machen, logischerweise, um dann gemeinsame Missionen zu machen. So, wie keine mit derzeitigen. Klar haben wir eine. Mission planen. So. Teststart. Alter, Fahrzeug, das sieht einfach aus wie ein. Ja. Der Missionsplan enthält alle Etappen, die notwendig sind, um eine Mission vom Reißbrett in den Weltraum zu bringen. Beachte, dass jeder Missionsplan einen Missionsslot in Anspruch nimmt. Du kannst zusätzliche Slots durch den Bau von Mission-Control-Gebäuden, Mission-Control-Gebäuden freischalten. Fortfahren. Ein Teststart hat keine Nutzlast, sodass du direkt mit der Konstruktion der Trägerrakete beginnen kannst. Ja, okay. Darf ich hier nochmal gucken? Achso. Das ist jetzt Phase 1. Also, das ist so, okay, alles klar. Designe ein Fahrzeug für deine Mission. So. Auf diesem Bildschirm kannst du frühere Fahrzeugentwürfe auswählen oder einen neuen Entwurf starten. Für den Teststart können nur Höhenforschungsraketen ausgewählt werden. Fortfahren. Bauen. Dieses ist der Fahrzeugdesigner, in dem du das Fahrzeug für deine Mission entwerfen kannst. Wurde ich angerufen? Nein. Entschuldigung. So. Ein Fahrzeug besteht aus einem Booster und einer Oberstufe. Der Booster muss in der Lage sein, die Oberstufe zu tragen, während die Oberstufe in der Lage sein muss, die Nutzlast zu tragen. Okay, das macht Sinn, das baut alles aufeinander auf, ja, alles klar, habe ich verstanden. Bemerke, dass für einen Teststart nur die Höhenforschungsrakete ausgewählt werden darf und es gibt keine Nutzlast. Ja, das habe ich verstanden mittlerweile. Hier werden die Fahrzeugstatistiken angezeigt, anhand deren du überprüfen kannst, ob der Booster über genügend Kapazität verfügt, um die Oberstufe zu tragen und ob das Fahrzeug den von der Mission geforderten Mindestabstand erreichen kann. Beachte, dass die Startrampenanforderung derzeit nicht erfüllt ist. Die Höhenforschungsrakete erfordert eine kleine Startrampe. Du kannst ein Fahrzeug auch ohne die erforderliche Startrampe entwerfen und bauen, musst aber die Startrampe bauen, um das Fahrzeug starten zu können. Okay, also so oder so, wir brauchen die fucking Startrampe. Alles klar, sag das doch gleich.
So. Startzuverlässigkeit ist ein Schlüsselwert, der die Wahrscheinlichkeit eines fehlerfreien Starts des Fahrzeugs bestimmt. Als Experimentalfahrzeug hat die Höhenforschungsrakete eine sehr geringe, weil, was war das? Startzuverlässigkeit. Sie wird jedoch eine große Menge an Startzuverlässigkeit pro Start gewinnen, auch wenn sie explodiert. Ah ja. So, Design bestätigen. Ich möchte erstmal gucken. Kann nur bestätigt werden. Nee, ich würde gerne nochmal gucken. Also, das ist Stufe 0. So, du musst die erforderliche Startrampe bauen, alles klar. Liftkapazität muss größer oder gleich der Masse der Oberstufe sein. Was haben wir denn? Oberstufe 0 Kilogramm. Suborbital. Also kann ich das Ding hier auch rausnehmen? Okay. Und Name des Fahrzeugs. Nee, wir lassen das einfach mal. Da werden sie schon was beigedacht haben. So. Genau. Die wiegt 0 Kilogramm. Der muss gleich oder größer als die Nutzlastmasse sein. Ja. Suborbital. Zum weitesten entfernte Ziel, an das die Oberstufe einen Nutzlast nehmen kann, muss immer gleich und größer sein als das Nutzlastziel. Ja, okay, ich verstehe. Booster. Die Hubkapazität eines Boosters bestimmt die Oberstufe, die er tragen kann. Eine größere Hubkapazität ermöglicht es, den Booster schwer Oberstufe zu tragen. Das müssen wir alles nochmal genauer gucken. So. So, die Startzuverlässigkeit. Was sehen wir hier? Kritischer Fehler 19%, negatives Event 56%, Starterfolg 19%, positives Event 6%. Also, ihr seht, es sieht nicht so gut aus. Okay. 80.000 kostet der Bums. 2 Monate Bauzeit bestätigen wir jetzt mal. Sobald das Fahrzeug konstruiert ist, erhältst du von deinem Ingenieur einen Konstruktionsbericht. Dazu gehören oft Eigenschaften, die sich darauf auswirken können, wie du die nächste Phase des Missionsplans angehst. So, also unentdecktes Merkmal. Okay, fortfahren. Konstruktion des Fahrzeugs. Wenn du über die erforderlichen Mittel verfügst, kannst du mit dem Bau des Fahrzeugs beginnen. Dies kann mehrere Monate dauern. Sobald das Fahrzeug fertiggestellt ist, kannst du zur letzten Phase des Missionsplans übergehen und einen Starttermin festlegen. Ja, das machen wir doch. So. Dein Ingenieur wird einen Konstruktionsbericht liefern, sobald Headship satt. Keine Ahnung, wie das ist. So. Fahrzeug bauen. Voila. Genehmigt. Ehre. Wird fertiggestellt sein am März 1957. Wo soll ich jetzt hingehen? Zum Sonnensystem. So. Nun, da die Höhenforschungsrakete gebaut ist, wird es an der Zeit eine Startrampe. Wir sind noch gar nicht im März, was denn da? An der Zeit, eine Startrampe zu bauen, die in der Lage ist, sie zu starten. Der erste Schritt besteht darin, entsprechende Forschung zur kleinen Startrampe abzuschließen. Zu verschiedene Bildschirme, Symbol Forschung. Ja, alles klar. Oh, also hier gibt es ein bisschen was. Auf dem Bildschirm Forschung kannst du neue Technologien erforschen. Drei Forschungsbäume aufgeteilt: Mission, Gebäude und Fahrzeuge. Dies ist der Missionsbaum, der die Forschung enthält, die notwendig sind, um neue Missionen und die jeweiligen Nutzlasten freizuschalten. Okay. Jeder Baum besteht aus Knoten, die bestimmte Technologien oder Forschungsbereiche repräsentieren. Diese Knoten erfordern oft die Fertigstellung anderer Knoten, bevor sie erforscht werden können. Zum Beispiel muss die Missionsforschung künstlicher Satellit abgeschlossen sein, bevor mit der Nutzlastforschung darunter begonnen wird. Macht Sinn. Für jeden Forschungszone ist eine bestimmte Anzahl von Wissenschaft erforderlich. Ja, dann können Gebäude erwerben. Bemerke, dass du einen Knoten auswählen kannst. Ja, okay. So, Ära. Jeder Forschungsbaum ist in Epochen unterteilt, die in das technologische Zeitalter repräsentieren. Wenn du eine neue Ära auf einem beliebigen Baum erreichst, werden neue Planetenkörper im Sonnensystem freigeschaltet. Wenn du alle verfügbaren Forschungen in einer einzigen Ära auf einem Baum abschließt, erhältst du eine mächtige Belohnung. Okay, das ist gut zu wissen. Wenn du fertig bist, wähle den Gebäudebaum um die Startrampe. Ja. So, also wir können ja mal ein bisschen runterscrollen. Also es gibt. Oh, Alter, okay, alles klar. Und das nur in einem Baum. Guck mal hier bei Fahrzeuge rein. Nein, das wollte ich jetzt noch nicht. Der Fahrzeugbaum enthält die Technologien, die erforderlich sind, um größere und bessere Trägerraketen freizuschalten. So wie deine Behörde immer fortschrittliche Nutzlast entwickelt, so muss auch deine Booster-Technologie verbessert werden. Für jede Mission benötigst du ein Fahrzeug, das in der Lage ist, die Nutzlast an ihrem Bestimmungsort zu transportieren. Fahrzeugforschungsknoten werden nach ihrem Typ unterteilt. Die meisten Fahrzeuge, die in die Mission eingesetzt werden, benötigen einen Booster und eine hier erforschte Oberstufe. Später wirst du in der Lage sein, zusätzliche Booster zu erforschen, um deine Trägerraketen noch leistungsfähiger zu machen. Naja, gut, aber irgendwann ist das ja halt auch, das ist ja auch unser aktuelles Problem. Du kannst halt diese chemische Energieumwandlung ist irgendwann halt Schluss. Ne? Also mehr als das, was jetzt nach derzeitigem Forschungsstand ist, geht halt nicht, was jetzt die Raketenstarts angeht. Ne? Also dieses stumpfe, wir katapultieren mit einer Menge von einer chemischen Reaktion, mit einem bestimmten Stoff halt, erzeugen wir genug Energie, um halt in die Atmosphäre zu kommen. Oder halt beziehungsweise in die Umlaufbahn oder wie auch immer.
Ich bin da jetzt nicht fachlich so stark, ne? Deswegen ist jetzt ausgereizt, zumindest nach dem, was ich jetzt weiß. Dementsprechend gibt es da sicherlich noch andere Sachen, wie dann der Herr, na, wie heißt er hier, mit SpaceX, ne, erforscht. Zum Beispiel, dass die Raketen genau da wieder landen, wo sie auch landen sollen. Ne? Das ist ja auch so eine ganz krasse Geschichte. Bin ich super gespannt. So, jetzt haben wir hier wieder ein Tutorial. Der Gebäudebaum ist der Schlüssel zur Erweiterung deiner Basis und der Fähigkeit deiner Behörde. Geil. Um deine erste Mission starten zu können, musst du dir die kleine Forschungsrampe erforschen. Wähle den Knoten, kleine Startrampe, um dein. Ja, also komm hier, machen wir. So, Kosten 50.000, Betriebskosten 5.000, Bauzeit 1 Monat. Ja, gut, dann forschen wir das Ganze. Jetzt standen die Forschungskosten da aber gar nicht dran. Doch, 100. Was haben wir hier schon? Fahrzeughangar? Hauptverwaltung. Also eine Hauptverwaltung ist immer wichtig. So, gehen wir mal zurück. Ja. Hier kannst du den Überblick über. Ja, alles klar, das weiß ich. Unterstützung mit den ersten. Ja. Ja. Kommende zu. Also, Veranstaltungen werden hier angezeigt. Überprüfung der Finanzierung in 12 Monaten. Vergangene Ereignisse werden hier erscheinen. Anschließend bemerkenswerter Nachrichten im Zusammenhang mit den anderen Raumfahrtbehörden. Behalte diese Ereignisse im Auge, um zu sehen, was die anderen Agenturen im Schilde führen. Das ist gut. Zeit vorspielen. Darf ich hier irgendwie auf den Bildschirm drehen oder so? Nee, also das darf ich nicht machen. So, dann gehen wir in den nächsten Monat. Kleine Startrampe, Forschung komplett. Ja, so. Tutorial wird mir jetzt wieder was sagen. Sobald das Gebäude kann es in deiner Basis errichtet werden. Basisbildschirm. Gucken wir mal rein. Ah, guck mal, das sieht ja cool aus. Die Erweiterung deiner Basis ist entscheidend, um die Startkapazität in deiner Agentur zu erhöhen und vieles mehr. Auf diesem Bildschirm kannst du neue Gebäude, die du erforscht hast, bauen, bestehende Gebäude verschieben oder abreißen und Hindernisse beseitigen, um mehr Platz zu schaffen. Du kannst Q+E benutzen, um den Bildschirm zu drehen und rein auszusuchen. Bauen von Gebäuden, alles klar. So, also ich kann hier zum Beispiel die Gruppe könnte ich beseitigen. So, ich darf. Aber ich darf. Ah, doch, das darf ich auch machen. Kann man sich bestimmt später noch ein größeres Gebiet freischalten, wenn es benötigt ist. Also. Alter, das kostet ein bisschen was. Hier ist unsere Raumfahrtbehörde. Ich finde die Grafik ganz schnuckelig. Gibt das. Das gibt hier irgendeinen positiven Effekt. So, ich gehe mal auf Bauen einfach. Bewegen, löschen, okay. Hier kannst du alle Gebäude sehen, die du bisher freigeschaltet hast. Jedes Gebäude hat eine einzigartige Wirkung, von denen viele Verbesserungen deiner Agentur entscheidend sein werden. Jawohl. Gebäude haben auch eine Baukosten- und Instandhaltungsgebühr. Du musst in der Lage sein, dir beides leisten zu können, um das Gebäude zu bauen. Du wirst von den meisten Gebäuden jeweils nur eins bauen können, aber einige können ihr Baulimit durch weitere Forschung erhöhen. Also kann erhöht werden. So. Um eine kleine Stadt zu wählen, ist unsere Liste. Wenn du die nicht leisten kannst, warte 1 oder 2 Monate, bis du es kannst. Wie viel brauchen wir denn? 50.000 können wir. Sind genau 1-0 von 1, Bauzeit, Unterhalt. So, komm mal her. Ein neues Gebäude kann überall dort aufgestellt, wo ausreichend Platz vorhanden ist. Macht Sinn. Das Bauen auf entfernbaren Hindernissen ist möglich, solange du dir die zusätzlichen Kosten der Beseitigung des Hindernisses leisten kannst. Mit X und Z kannst du drehen. Perfekt. Ist das hier Q+D? Nee, Englisch. Jedes Gebäude hat potenzielle positive und negative Umgebungseffekte, die von den Gebäuden, neben denen es sich befindet, bestimmt werden. Versuche, diese neben verschiedenen Gebäude zu platzieren, um die unterschiedlichen Effekte zu vergleichen. Plane deinen Grundriss sorgfältig, um das Beste aus positiven Effekten herauszuholen. Aber denke daran, dass du deine Gebäude später immer verschieben kannst. Das ist gut. Also das hier wäre zum Beispiel negativ, ne? Das wäre ein positiver, das wäre auch positiv, das wäre, okay, also das hier wäre nicht gut, das wäre, das, darauf wollen sie wahrscheinlich hinaus. Jetzt gucke ich mal kurz mit X und Z. Das sind E und Q in Deutsch. Naja, X kann ich. Ah ja, das geht tatsächlich. So. Bauen wir mal. So. Deine. Die kleine Stadt haben wir wird nun konstruiert. Ja, schön. -2% Fahrzeugbauzeit. Ah ja. +10% pro Monat, weil die hier die positive Effekte geben. Okay. Raumfahrtzentrum Guyana, Junge. So, gehen wir mal raus. Forschung. Muss eine neu auswählen. Eine gute frühe Weise in künstliche Satellitenmission, die ist deine Agentur mit der Arbeit daran zu Beginn ihren letzten Nutzer auf. Ja, okay. Gucken wir mal.
künstlicher Satellit. 400. Belohnung für Unterstützung. Wesentlicher erster Schritt im Weltraum. Erdumlaufbahn. Probieren wir das mal. So. 400. Das heißt, es dauert ein bisschen. So. Dann können wir ja nichts mehr groß machen. Nächster Monat. Startrampen sind die. Ja, habe ich. Achso, ist fertig. So, jetzt geht's los. Ah, es ist gelungen, die Lageregelungssysteme des Fahrzeugs zu optimieren, was die Startstabilität verbessern wird. Plus 5% Startzuverlässigkeit. Startvorbereitung. Oh, jetzt geht's los. Die letzte Phase des Missionsplans umfasst die Zuweisung der Besatzung, die Entscheidung über ein Ausbildungsprogramm und die Festlegung des Starttermins. Da es sich um eine Mission ohne Besatzung handelt, muss keine Besatzung zugewiesen werden. Macht Sinn, die Ausbildung ist ebenfalls vorläufig gesperrt, bis die entsprechenden Gebäude in deiner Basis errichtet sind. Jetzt muss nur noch das Wichtigste, das Startdatum der Mission festgelegt werden. Wähle die Schaltfläche, um zu beginnen. So, Training, unbemannte Mission, alles klar, alles klar. Startvorbereitung, okay. Gibt's hier noch? Ja, konnten wir jetzt kritischen Fehler um 1% verringern, aber immerhin den Starterfolg und das positive Event ein bisschen verbessern. So, gehen wir mal rein. Startdatum. Auf dem Bildschirmkalender kannst du dein Startdatum für deine Mission festlegen. Jeder Monat soll dein Startfenster da. Es gibt drei Arten von Startfenstern. Optimal, suboptimal, ungültig. Okay. Suboptimale Fenster haben eine Zuverlässigungsstrafe, können aber das Risiko wert sein, um deine Mission früher zu starten. Du kannst nicht in einem ungültigen... Ja, okay, perfekt. Andere Agenturen. Bei den Meilenstein-Missionen kannst du den Fortschritt der anderen Agenturen für die aktuelle Mission hier einsehen. Du kannst auch deine geplanten Starts im Kalender sehen. Achte darauf, dass du deinen Start vor deren andere Agenturen platzt, wenn du ihnen beim Meilenstein zuvorkommen willst. Okay, das macht Sinn. Es ist schon ein bisschen Wettbewerb, aber die haben hier noch keinen... Wir könnten das derzeitige Datum nehmen. Macht ja keinen Unterschied. Datum wählen. Wenn das Startdatum festlegt ist, besteht der letzte Schritt, dann diese Phase zu bestätigen. Na, dann bestätigen wir das. Startet am April. Einen Monat zum Sonnensystem gehen. So. Nachdem das Startdatum für deinen Teststart festliegt, bleibt jetzt nur noch die Zeit, bis zum Startmonat vorzuspulen. Na dann los. Oh, jetzt geht's los. Oh, Kontrollzentrum. Bereit zum Starten. Optimal sein. Kein Training festgelegt. Startvorbereitung, Mission starten. Jetzt sind wir mal gespannt. Oh, wir haben voll viele Leute hier im Kontrollzentrum. Mega episch gemacht. Einfach nur so eine kleine Rakete. Angemessene Bedingungen. Besser wird's nicht. Los geht's. Sogar auf Französisch. Oh, es knallt! Dass es funktioniert. Jawohl! Ehre! Reibungslos! Das ist die ESA, Jungs! Digga, wieso gibt's jetzt nicht so ein Bildschirm, wo alle klatschen im Kontrollraum oder so? Alter, das ist ja Ehre! Komplett geroastet, die anderen Jungs. Yo, dieses Level abgekommen! Plus 15% Zuverlässigkeit, Ehre! Oh, jetzt krieg ich so einen Sticker. Meilenstein erreicht. Als erster. Oh, Junge. Ehre, wir kriegen viel Kohle. Fortfahren. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss deines ersten Tutorial-Ziels. Dein Teststart war ein durchschlagender Erfolg, der deine Agentur wertvolle Unterstützung und Wissenschaft brachte. Das nächste Lernziel besteht darin,
einen entscheidenden Meilenstein für deine Raumfahrtbehörde zu erreichen, deinen ersten künstlichen Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Bei so einer bemerkenswerten Mission ist es garantiert, wertvolle Wissenschaft sowie die Unterstützung einer begeisterten Öffentlichkeit zu gewinnen. Ja, das wollen wir doch. Der erste Schritt in diesem Unterfangen ist der Abschluss der erforderlichen Forschung der künstlichen Satellitenmission und ihre Nutzlast. Ja, gucke ich gleich mal so. Spacepedia. Das ist hier. Ach, guck mal, hier gibt's. Das ist übel cool. Die werde ich mir auch später durchlesen. Hier gibt's richtig viele schöne Artikel. Na? Habe ich schon gesehen, habe ich schon ein bisschen gelesen. Hier die Sonne und so. Also ganz cool. Wenn euch das interessiert, kann ich euch das auch gerne vorlesen. Das würde ich gerne. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es hören wollt. Wenn nicht, dann lese ich das einfach für mich und dann ist gut. Ja, weil das habe ich beim Mass Effect zum Beispiel auch gemacht. Ich habe es zwar aufgenommen, aber nicht hochgeladen, aber da habe ich es auch mal vorgelesen. Ja. So. Basis. Diplomatie. Gucken wir doch mal hier. Auf dem Bildschirm Diplomatie kannst du deine Beziehung mit jeder anderen Raumfahrtbehörde sehen. Abhängig von deinem Ruf bei einer Behörde kann eure Beziehung verbündet bis antagonistisch reichen. Kann durch gemeinsame Missionen und bestimmte Ereignisse verdient und verloren werden. Jede Art von Beziehung mit Ausnahme von neutral gewährt deine Agentur Boni. Freundlich und verbündet bzw. erhöhen das Wissenschaftseinkommen und erhöhen die Beiträge zur Agentur zur gemeinsamen Mission. Konkurrierende oder antagonistische Beziehungen fördern finanzielle Einnahmen und reduzieren die Beiträge der anderen Agentur zur gemeinsamen Mission. Okay. Ja, also hier die USA sind freundlich und die sind alle noch neutral. Nova Corporation. Naja. Gucken wir mal. Gut, Basis, da gucken wir jetzt auch nochmal rein. Das ist natürlich cool, aber ich glaube, das war nicht so, wie wir es gebaut haben, abgebildet. Kritisch erlaubt den Bau von Trägerraketen. Kritische Gebäude können nicht entfernt werden. Ja, das macht Sinn. So, dann gehen wir nochmal in die Forschung rein. Künstlicher Satellit. Genau, das habe ich ja schon ausgewählt. Was brauchen wir dann noch? Also, künstlicher Satellit. Oh, Entschuldigung. Ich würde gerne die Anforderungen sehen, die wir brauchen dafür, aber können wir ja nochmal. So, wie kam ich jetzt in den Missionstab rein? So. Keine Anfragen. So, das haben wir geschafft. Künstlicher Satellit. ESRO 2B brauchen wir. Okay. Können wir nächsten Monat machen. Überprüfung der Finanzierung. Was wird da genau gemacht? Ich weiß es nicht. So. Künstlicher Satellit Forschung komplett. So. Ära 1. Beginn der Raumfahrt. Mit dem Fortschritt der Raketentechnologie wächst auch die Aussicht über die Grenzen unseres Planeten hinaus zu forschen. Doch die Öffentlichkeit fragt sich weiterhin, ob die noch jungen Agenturen die Gefahr der Raumfahrt überwinden können. Oh, die hauen rein jetzt alle. Die nur die Ära erreicht hast, in Sonnen, wo deine Liste der Missionen zum Mond angezeigt wird. Zugang werden weitere Planeten im Sonnensystem freigeschaltet. Mit Q und E kannst du. Oh, das ist ja cool. Hallo! Mondumlaufbahn. Naja, alles klar. Bemannte Mondlandung kannst du auch. Ah, das gibt ja ordentlich. 175 von 150. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich bin halt auch, wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir gut kooperieren. Also, dass wir am besten kooperierte Missionen starten. Anfragen kriegen wir nämlich nicht. So, die werden. NASA, NASA wird diese Mission zeigen und die Voraussetzung auf dem zweiten Platz abschließen. Genau, also wir sind ja Erster. Genau, wir haben jetzt schon den Vorteil, wir wir haben ein bisschen Vorsprung jetzt vor den anderen Agenturen. Bin mal gespannt. Ja, also das Spiel gefällt mir bisher sehr gut, ist cool, so ein entspanntes Spiel für abends mal, weißt du? So, gucken wir erstmal in die Forschung rein. Hier gucken wir erst nochmal, was wir jetzt brauchen. Also, künstlicher Satellit. Brauchen wir vorgeschlagene Missionsteile? Was haben wir hier? Ah, ich kann das so sehen. Okay, dann gucken wir erst nochmal. Den SRO 2B brauche ich. Wo
immer der ist. Das. Nutzlastzuverlässigkeit. Das ist natürlich die Frage. Was für eine Oberstufe? Also wir brauchen beides wahrscheinlich, genau. Wir brauchen sowohl den Booster als auch die Oberstufe. So nämlich. Genau, weil wir haben ja jetzt nur die Höhenforschungsrakete, ne? Und dann brauchen wir einen Booster. Keine kleine Startrampe. Zuverlässigkeit. 65%. Also auf jeden Fall schon mal besser als das Ding hier. So. Dann gucken wir hier. Wie lange braucht denn das? Bauzeit 2 Monate. Wie lange braucht das? Auch 2. 1 Monat. Also wir werden erst. Wie viel Forschung ist das hier? 300. 150. Dann werden wir erstmal. Wenn wir erstmal das hier machen, glaube ich, so den Booster. So. Muss ich jetzt erstmal reinfinden hier in das Spiel so ein bisschen. Da sind wir Erster geworden, da müssen wir uns jetzt orientieren. So. Hier haben wir, genau, hier waren wir gerade. Hier brauchen wir nichts. Nächsten Monat. Forschung komplett. Eine kleine Flüssigkeitstreibe, die auf Konstruktion von Höhenforschungsgeräten basiert. Achso, es gibt neue Artikel. Erde. So. Anfragen. Teststart. Atmosphärische Probenannahme. Anfragen müssen uns in eine großartige Möglichkeit, die Ressourcen deiner Agentur zu ergänzen. Vor allem, da sie keine weiteren Forschungen erfordern. Nur einen freien Missionsslot. Jede Anfragemission ist nur für eine bestimmte Zeit verfügbar und kann im Gegensatz zu manchen Missionen nur einmal versucht werden. Ja, okay. Das probieren wir. Starte eine suborbitale Höhenforschungsrakete, um die Auswirkungen der Sonnenstrahlung auf die obere Atmosphäre der Erde zu messen. Können wir den Plan schon? Fahrzeug bauen. So. Genau. Level 1 ist alles. Booster ausgewählt hast, ist an der Zeit, eine Oberstufe zu wählen, die Nutzer tragen kann. Kann ich noch nicht. Ist die denn für die Mission notwendig? Nee, ne? Das reicht doch so, oder? Zum Sonnensystem. So. Das haben wir, dann machen wir das hier. Wobei. Ja. So. Eine kleine Festbrennstoff-Oberstufe, die lediglich Basissatelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn anbringen kann. So, und dann brauchen wir die Forschung genau hier so. Okay, das geht jetzt alles sehr schnell, weil die uns die erste Mission auch geschenkt haben. Ein kleiner zylindrischer Satellit, der grundlegende Röntgen- und kosmische Strahlungsdetektoren hat. So. Aber jetzt haben wir erstmal, genau, Fahrzeug fertiggestellt. Hier, ne, unsere Höhenforschungsrakete. Kein Effekt. Eieiei. So, gehen wir mal in die Startvorbereitung. Startdatum, nehmen wir direkt den November. Optimales Startdatum. Datum wählen. Mission-Setup bestätigen. Zum Sonnensystem gehen. So, Japan hat Teststart beendet. So, jetzt können wir in den Missionsplaner gehen. Meilensteine. Künstlicher Satellit. So, die Japaner haben es, sind zwei da und die. Ah ja, voraussichtlich. Was ist mit der NASA los? Wo hängen die denn? Die haben noch nicht mal gestartet, die Amateure. Naja, wie auch immer, ist uns eigentlich egal. Ah. Wir können noch nicht, weil wir die Anfrage machen. Keine Missionsslots verfügbar. Dann muss ich mal in die Forschung reingucken.
Schaltet Missionstraining frei. Nutzt Last Zuverlässigkeit. Forschungslabor. Schaltet Missionsausbildung frei. Wissenschaft. Ein Raketentest startet und wird weitere und strengere Fahrzeugmotorentests ermöglicht. Startzuverlässigkeit. Das würde sich tatsächlich rentieren, glaube ich. $900 kostet das hier alleine. Gucken wir mal lieber, wie viel das hier kostet. 250. Die Testrampe werde ich mal. Das ist. Klingt sinnvoll. Testrampe Forschung komplett. Dann können wir mal bauen. So. Testrampe. 100.000 kostet das und 5.000 im Unterhalt. Bauen wir mal. So. $175.000. Ja, ich weiß noch nicht. Ich könnte es halt auch hier. 800.000, ach du Scheiße. Bauen wir das Ding mal hier hin. Könnte es ja später noch bewegen. Ist ja noch nicht endgültig. So. Das haben wir gemacht. Gebäude, Montageanlagen. Dann. Was haben wir denn? 63, also 60%, 400 Kilo. Ne, was, wie viel kann eine Oberstufe tragen? 400. Kapazität 400. 400, also 500. Kapazität, also man muss ja theoretisch von unten rauf erforschen, ne? Kapazität 1000, 1200. Ich weiß nicht, warum ich das Ding hier erforschen soll. Das hier macht mehr Sinn, aber die kostet auch mehr, ne? Die kostet 120.000. Aber das macht, glaube ich, Sinn, die hier zu erforschen. So. Genau. Diplomatie können wir nochmal reingucken. Ne, da hat sich jetzt nichts verändert. Hat sich hier was verändert? Meilensteine. Da hat noch keiner mit begonnen. So, und dann nächsten Monat. Und dann geht's los. Jupiter-Forschung komplett. So. Starte eine suborbitale Höhenforschungsreise, um die Auswirkungen der Sonnenstrahlung auf die obere Atmosphäre der Erde zu messen. Du hast kein Ausbildungsprofil gewählt. Für diese Mission wurde kein Ausbildungsprofil für gewährt. Ein- und Startvorbereitung 41%. Ja, schicken wir nochmal. Paradiso, November 1957. Wie sind unsere Startbedingungen, Uli? Ja. Wir haben schon mal mit weniger begonnen. Los geht's. Aber das ist ja nicht schlimm, negative, solange es nicht kritischer Fehler ist, ist alles okay. Fortfahren. Sehr schön. Die Höhenforschungsraketen können wir immer mal jetzt benutzen. Sehr gut. So, ESA atmosphärische Probenannahme beendet. So. Haben wir dafür jetzt, genau, wir haben dafür jetzt nichts. So. Oh, die sind schon dabei. Wir müssen jetzt hier rangehen. Mission planen.
Also, aber das werde ich das nächste Mal machen, weil ich habe jetzt keine Zeit mehr tatsächlich. Fällt mir gerade auf, ich habe schon verpasst. Wir speichern mal das Spiel. Neue Spieldatei. Wir speichern. Machen wir mal so. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es, ob es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat, ob ihr das Spiel gerne öfter sehen würdet. Also ich werde es wahrscheinlich selber halt so spielen, wie ich Bock habe natürlich, aber könnt ihr ja gerne nochmal schreiben. Und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen, entspannten Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.